Guten Tag, werte Gäste der Mesa-Manga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu dieser Videoreihe. Es ist lange, lange, dass ich mal diese Videoreihe geplant habe und es ist endlich soweit. Es ist endlich soweit. Ich weiß nicht, an welcher Stelle dieser Beitrag hier kommen wird. Wahrscheinlich wird es der erste sein, weil es einfach auch das erste Video ist, was ich zu diesem Thema machen möchte, und zwar zu .hack. Es wird eine .hack Week geben. Ich habe es mir vorgenommen und es wird lange dauern, bis ihr das seht, wird es wahrscheinlich schon länger aufgenommen sein, aber ich wollte einfach wirklich diese meine absolute Lieblingsfranchise of all time, das kann ich wirklich so definieren, diese Franchise möchte ich wirklich mit euch thematisieren. Eine Woche lang. Ich weiß, dass es viele gibt, die da keinen Bock drauf haben und so weiter. Das ist okay. Aber ich möchte, dass .hack auf meinem Kanal existiert. Und zwar in einer angenehmen Größe. Und deswegen beginnen wir heute mit .hack GU Last Recode. .hack GU Last Recode ist ein Spiel, ein PlayStation 4 Spiel und auch für den PC übrigens auch erhältlich von Bandai Namco Entertainment, die bekannt sind für die .hack Reihe. Wer hätte es gedacht? Und die .hack Reihe hat, sage ich mal, einen Ursprung in einem Videospiel in vier Teilen, in Faction. Ich weiß die restlichen gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall PlayStation 2 Spiele, die damals rauskamen und die eine Thematik behandeln, die im Laufe der Zeit immer mehr an Beliebtheit oder Popularität bekam, sodass es irgendwann mal fast schon Mainstream wurde in einer gewissen Form. .hack war alles andere als Mainstream. Hat aber eine sehr, sehr treue und heute noch teilweise aktive Fanbase, was es immer noch sehr interessant macht. Und es dreht sich um das typische MMORPG-Online-Videospiel-Abenteuer-Klischee, kann man fast sagen. Was man heute unter Log Horizon und Sword Art Online und alles Mögliche in der Richtung noch kennt, hat im Grunde komplett mit .hack angefangen. Und man darf, oder man mag halten von den anderen Dingen, anderen Franchises, was man möchte, aber meiner Meinung nach hat es .hack immer noch drauf und vor allem, dass die Thematik halt wirklich ernst genommen. Die Thematik mit, ja, wie soll man sagen, wie steige ich da jetzt ein? Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass dieses Spiel rauskam, dass eine PS4-Release davon angekündigt wurde, in denen die ersten drei Spiele drin sind, .hack GU Volume 1 Rebirth, Volume 2 Reminisce und, oder Remisk, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, und Volume 3 Redemption. Dazu kommt noch ein extra Volume 4, also ein, sage ich mal, ein ja, wie es, Minispiel kann man nicht sagen, aber ein extra, das sich nochmal anfühlt wie ein Volume. Also da gibt es nochmal, gab es da nochmal einen Boss? Ich bin gerade am Überlegen, ja, ich glaube, doch ja, es gab nochmal einen Boss und so weiter und so fort. Und das hat sich nochmal sehr wertig und abschließend angefühlt. Das war sehr gut. Dazu gibt es zusätzlich noch eine sogenannte Terminal Disc, die für ich sehr, sehr genial fand. Man hat nach und nach im Spiel zusätzlich quasi in so Nebenoptionen eine Hintergrundgeschichte
freigeschaltet durch Videos, die man sich angucken konnte, die erklärt haben, was in den ersten vier Dot-Hack-Spielen auf der PS2 damals mit Kite, Orca, Balmung, Black Rose, Mistral und wie sie noch alle heißen, passiert ist, was dort abgegangen ist. Und das Interessante daran war, dass es quasi aus einer Sicht eines Mitarbeiters der dort vorherrschenden dieses Unternehmens da ist, die dieses Spiel The World, worum es dann letzten Endes geht, dieses MMORPG, dort ist ein Mitarbeiter und der hat sich um das sogenannte Project GU, Grown Up oder Grow Up, gekümmert. Und was das jetzt so genau ist, möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht mal verraten. Was hier interessant ist, also erstmal, das war jetzt erstmal Lob an dieses Gesamtpaket und so weiter. Jetzt gehe ich auf das eigentliche Spiel ein. Zum allerersten Mal habe ich festgestellt, weil ich damals noch nicht so im Bilde da war, dass Dot-Hack Roots das Ursprung, das Prequel zu dieser Spielereihe ist, komplett. Das heißt, es wurde, und das ist das Interessante an Dot-Hack ist ein Multiversum, das auf zig verschiedenen medialen Ebenen existiert. Man hat Manga, man hat Light Novel, man hat OVAs, die teilweise noch zusätzlich zu den Spielen immer dazukommen, also in Anime-Form nochmal eine andere Nebengeschichte parallel zu der aktuellen, zum aktuellen Spielerlebnis quasi läuft. Man hat komplette Anime, die quasi wirklich ohne Spiel daherkommen, wie zum Beispiel Dot-Hack Sein. Und lauter so Geschichten, selbst die Kartenspiele erzählen eine kleine Story und es gibt Alternativ-Storylines, aber das wäre jetzt hier an dieser Stelle zu komplex. Es ist nur zu sagen, es gibt einen Haufen, was man lesen und sich timeline-technisch geben kann, um diese die ganze Timeline dieser Dot-Hack-Reihe zu verstehen. Und zum ersten Mal ist mir aufgefallen, dass Dot-Hack Roots, der Anime, das Prequel, die Vorgeschichte zur Spielereihe ist. Und ich erkläre mal kurz, worum es allgemein geht. Es geht um einen Spieler namens Haseo, der nennt sich so in dieser The World-Spielereihe. Das ist eine Spielereihe, in der man ein virtuell, also ein ja, wie heute eigentlich diese virtuellen Virtual Reality Headsets da aufsetzt und dann quasi eins mit diesem Charakter wird. Also quasi aus seiner Sicht dann quasi auch spielt und dann aber immer noch einen Controller in der Hand haben, um den Charakter zu steuern und so weiter. So funktioniert das in The World und man kriegt auch hier und da mit, dass sich diese Sachen, die ganze Technik von damals, von den ersten PlayStation 2 Spielen noch verbessert haben. Es wirkt noch realistischer und so weiter und so fort. Ne? Also so wo die Spieleindustrie heute eigentlich auch hin will, was Virtual Reality angeht. Und es dreht sich eben um unseren Hauptcharakter, den wir immer spielen, in den ganzen Spielen, namens Haseo, der dort anfangs im ersten Teil eben auf sogenannte PKK geht, auf eine, also PK ist Player Killer und PKK ist Player Killer Killer. Und in diesem Spiel kann man Spieler töten und es gibt Spieler, die diese Spielertöter jagen und töten, also im Grunde eigentlich genau das Gleiche machen. Und da mit diesem Charakter beginnen wir. Anfangs super unsympathisch, sehr genervt von allem und auf Rache aus und man weiß noch so gar nicht, warum eigentlich. Und Stück für Stück kriegt man noch mal in kurzen Fetzen quasi die Ursprungsgeschichte von Dot-Hack Roots gezeigt. Nicht extrem ins Detail, aber der Grundgedanke. Denn ein nicht benannter Spieler, der aussieht wie der damalige Held, sage ich mal, aus den alten Dot-Hack-Teilen namens Kite,
hat dort Hassios Freundin, die er dort kennengelernt hat in diesem Online-Spiel, gepikayt, also getötet, im Online-Game. Was jetzt per se nicht schlimm wäre, doch durch irgendeinen mysteriösen Umstand fällt die Spielerin, die Hassio nun mal auch außerhalb dieses Spiels nun mal auch kennt oder kennengelernt hat, namens Shino, in Ohnmacht, in ein Koma und wacht nicht mehr auf. Monate, sehr, sehr lange nicht mehr. Und er begibt sich, er levelt auf, er pumpt sich auf, er scheißt auf andere Leute, er möchte nur noch so lange Leute töten, bis er an diese Nachricht bzw. an diese Quelle kommt, wo dieser so von ihm genannte Tri-Edge aufzuspüren ist, um ihn, naja, letzten Endes auch zu töten wahrscheinlich, einfach aus Rache. Und damit beginnt das Spiel. Damit beginnt das Spiel. Und was jetzt anfangs halt wie so eine Racheaktion ist und auch über die ganzen Volumes verteilt immer der oder immer ein Teil der Motivation darstellt, ist nach einer Zeit einfach eine sehr interessante, gut erzählte Geschichte mit interessanten Charakteren, wertvollen Charakteren meiner Meinung nach, die man lieb gewinnt, die man als Hasio vor allem lieb gewinnt. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Hasio, der sehr zerfressen von Hass ist, im Grunde ja auch nur einfach ein Mensch ist, der einfach sehr vielschichtig ist, sage ich mal. Er ist sehr oftmals, man kann sich sehr gut in ihn hineinversetzen, also ich konnte das sehr gut. Er ist sehr oftmals schlecht gelaunt, aber genauso gut will er auch nur das Beste für die Leute irgendwo auch. Er findet es toll, wenn die Leute einfach nur Spaß an dem Spiel haben. Er findet es nicht gut, wenn es Leute gibt, die diesen Spaß mindern möchten, durch ihre asoziale Ader, die sie da im Internet ausleben möchten und so weiter und so fort. Also er ist anfangs sehr unsympathisch, wird aber auf Dauer immer sympathischer. Und so beginnt das Abenteuer von Haseo und seinen Freunden, die Stück für Stück zu ihm kommen, weil er nun mal eine sehr interessante Persönlichkeit ist, mit der man irgendwie zu tun haben möchte. Viele merken, dass er unhöflich sein kann. Aber gleichzeitig ist er auch interessant und viele merken auch, dass er im Kern eigentlich ein guter Mensch ist. Und diese Faszination einfach von diesen Charakteren hat man selber als Spieler, also ich hatte die oft definitiv auch. Ich fand es sehr faszinierend zu beobachten, wie er mit den Charakteren agiert und wie er immer mehr aus sich rauswächst und ein Stück weit akzeptiert, wie er ist und auch im Laufe der Volumes wirklich erwachsen wird. Und es ist wirklich gut. Was liebe ich an diesem Spiel? Was hat mir so gut gefallen? Wie gesagt, ich möchte gar nicht weiter auf die Story oder so eingehen, außer später im Spoiler-Bereich, weil es gibt genug noch zu erzählen. Was ich aber sagen kann, ist, es ist spielerisch noch gut gealtert vergleichsweise. Es wirkt wie ein typisches Japano-Spiel, das irgendwie auf so einer Anime-Lizenz basiert, so ein Stück weit. Es ist basiert ja nicht auf einer Anime-Lizenz, aber es fühlt sich wie eines an. Also es spielt sich etwas plastisch und nicht ganz so wertig wie jetzt ein Blockbuster-Game oder sowas. Aber ich muss sagen, ich bin ja oftmals der Typ, der sowas, diese Spiele mit Ecken und Kanten und nicht mit perfekten Animationen und so, finde ich oft am charmantesten und irgendwie am spielbarsten oft. Weil ich finde dieses auf perfekt getrimmt fast schon ein bisschen langweilig mittlerweile, weil man da einfach auch zugeschissen wird auf dem Spielemarkt. Und ich mag es hier und da so ein, ich sag mal, ein Spiel plastischer Natur zu bekommen, das aber unterhält und
einfach doch Spaß macht. Es gibt eine Funktion, die habe ich genutzt, und zwar im ersten, also es gibt ja vier Spiele, wovon der vierte Teil so kurz ist, dass man sagen kann, okay, da braucht man diesen Modus nicht. Ich habe ihn zweimal benutzt, um ehrlich zu sein. Es gibt einen Modus, der wird oftmals verschrien, ich muss sagen, ich finde ihn aber recht gut. Man kann sozusagen, wenn man ein neues Spiel anfängt, also man hat zwar quasi die Möglichkeit zwischen diesen Volumes, das war damals glaube ich auch schon der Fall, Daten zu übernehmen. Das heißt, man hat einen eigenen Desktop zum Beispiel, da kann man dann in Foren gucken. Oh, das habe ich noch gar nicht erzählt. Das ist ein sehr interessantes Feature. Also quasi während dieser Kämpfe in the World, diese auf RPGs basieren nun mal, kann man zusätzlich eben halt hat man neben The World, neben diesem Spiel, hat man einen Desktop, in dem man Musik hören kann, die man freischaltet. Man kann sich in Foren von irgendwelchen Künstlern von The World eben, also von Spielern von The World, so DeviantArt-mäßig, kann man sich Bilder runterladen, die man dann als Hintergrund machen kann. Es ist sehr interessant und cool gemacht. Später gibt es dann auch noch ein Card Game, was auch ganz unterhaltsam war und sich hier und da mal schon gelohnt hat, wenn man es ein bisschen verstanden hat. Es war am Anfang etwas, aber dann ging's und man hat soweit verstanden, wie es funktioniert, und es war nett. Und das sind so Sachen, die in diesem Desktop unter anderem drin vorkommen, und das macht es einfach nochmal interessanter, weil man ist ein Spieler und man hat als Spieler hast hier einen eigenen Desktop, wo man so ein bisschen was machen kann und auch News in Browsern lesen kann, was auch sehr wichtig ist, weil im Laufe der Geschichte passieren Dinge, die sich auf die Welt da draußen ausbreiten. Und das ist sehr faszinierend mitzubekommen, wie die Welt auf diese Umstände reagiert, und diese Welt, in der Dot-Hack schon immer gespielt hat, ist ein sehr technologisch fortgeschrittenes Japan in dem Fall, das so im Grunde eigentlich jetzt heute schon sehr viel, also wer in Japan schon mal war, merkt ja schon, wie technologisch dieses Ländchen dort ist. Das merkt man in dieser Zukunftsvision, fast schon in einem leichten Horrorszenario, in dieser Zukunftsversion, wo alles nur noch mit Supercomputer und so weiter gemacht wird, fällt es dann auf, wenn mal es Probleme mit diesen Systemen gibt, ja, und das kriegt man dann in diesen Nachrichten mit. Dann gibt es eine OVA namens, wie hieß es nochmal? Irgendwas Jack? Oh, wie hieß das nochmal? Nicht Psycho Jack. Online Jack, genau. Das ist so eine Art typisch japanisch aufgebaute Sendung, wo einfach ein Typ vor der Kamera irgendwie so da rumsteht und den Hampelmann macht und irgendwie auf interessante Infojagd geht und dann eben halt Stück für Stück mit diesen Koma-Geschichten, die irgendwie mit The World zu tun haben könnten, in Verbindung kommt und da quasi investigativ agiert. Nicht professionell, aber ehrlich, sage ich mal. Und immer mit einem Stück Humor, und Stück für Stück schaltet man auch diese Newsfetzen von dieser Show Online Jack frei und kriegt auch hier und da den ein oder anderen Magic Moment, kann ich sagen. Es ist sehr interessant, diese ganze Kombination einfach. Du hast dieses Spiel, du spielst es als Hasio, kommst in der Story voran, lernst Charaktere kennen, lernst die Umstände kennen, lernst Stück für Stück zu verstehen, was The World ist und was es bedeutet und was es für Gefahren birgt und so weiter. Wie es sich dann letzten Endes auf die Welt ausübt, und du kannst es quasi fast schon live verfolgen. Da gibt es wirklich, also da gibt es dann halt Beiträge, wie man sie sonst halt auch kennt aus Newsfeeds, über irgendwelchen Krieg im Nahen Osten. Du kriegst mit über irgendwelchen Fashion-Gedöns oder neue Spiele, die auf den Markt kommen. Aber genauso gut auch irgendeine Raumstation, die in den Himmel geschossen wird oder die irgendwie aufgebaut wird, und die Astronauten sind schon voll aus dem Häuschen, dann können es kaum erwarten, diese Raumstation zu betreten und so weiter und so fort. So Geschichten kannst du dann Stück für Stück lesen.
Du musst es nicht. Das ist alles freiwillig und du musst es nicht. Und manche Newsfeeds sind auch mit Videos quasi verbunden. Die gehen dann so 20 Sekunden und erklären kurz, was letzten Endes im Artikel steht. Und ich hatte immer unfassbaren Spaß damit. Ich hatte unfassbaren Spaß damit, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass diese Videospiel Thematik, also dieses, wie soll ich sagen, diese vernetzte, diese Kritik an der vernetzten Gesellschaft und an dieser supercomputerabhängigen Gesellschaft wirklich ernst genommen wurde. Und das fand ich sehr interessant, was da alles geschrieben wurde und wie es geschrieben wurde. Und ich habe das gelesen, als wäre es die echte Welt. Es war wirklich faszinierend, als wäre ich ein Teil dieser Welt und würde jetzt Nachrichten lesen. Das war ein unfassbar gutes Feeling. Das wollte ich unbedingt loshaben, weil das war wirklich ein Teil des Spiels, was mich wirklich gepackt hat, weil das war ein Genius World Building. Das hat mich so gefangen. Das war gigantisch. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt, und zwar wie .hack aufgebaut ist. Wie gesagt, das Spiel an sich, spielerisch ist es okay. Man lernt es nach einer Zeit, wie es funktioniert und so weiter. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Funktion, die ich angesprochen und dann einfach ignoriert habe. Es gibt sozusagen einen Cheat-Modus, dass wenn man auf neues Spiel drückt, dass man ein neues Spiel startet, komplett. Und aber man kann in jedem Spiel quasi nur bestimmte Wallpaper, Musiken und andere Goodies, auch teilweise Waffen oder Monster sogar, freischalten, die in anderen Volumes nicht mehr enthalten sind, in den anderen zwei, ja, also insgesamt sind es theoretisch drei und das vierte ist ein Bonus-Volume quasi, kann man sagen. Und im ersten habe ich diesen Cheat-Modus gemacht, einfach weil ich nur Bock hatte auf die Story. Irgendwann bin ich halt dann nach diesem Spiel, weil es mich so fasziniert hat, bin ich reingekommen in den Kampfmodus und so weiter. Und dann habe ich, also man ist auch nicht unbesiegbar direkt, aber man kriegt halt gleich von Anfang an die besten Waffen und yada yada. Ich weiß, das mögen nicht viele, aber ich habe es jetzt gemacht, weil, wie gesagt, ich habe jetzt nicht ewig Zeit und ich wollte eigentlich mich nur auf die Story fixieren. Und dann geht das Spiel recht zügig durch, so das erste Volume. Beim zweiten Volume habe ich mir dann ein Herz genommen und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt Teile des ersten Volumes übernehmen auf die zweite und möchte das Spiel mal so spielen, wie es gedacht ist. Habe ich gemacht, ist machbar. Holy shit. Holy shit. Manche Endbosse waren ja der absolute Abfuck. Oh Gott, hab ich mich. Oh Gott. Ja, hat Spaß gemacht, absolut. Aber manche Endbosse, wow. Es gibt auch zwei Kampfmodi, wo ich auch nicht zu viel dazu sagen möchte. Aber das eine spielt sich ein bisschen, also das eine spielt sich wie ein typisches MMORPG, ne? Bloß in Echtzeit, also mit Knöpfe drücken, um Attacken zu machen und so weiter. Und der andere Teil spielt sich wie ein bisschen wie ein Panzerdragoon, falls euch dieses Spiel jetzt was sagt. Und da ich ein großer Panzerdragoon-Fan bin, auch vom Spiel, vom Spieledesign her, von den Kämpfen und so weiter, waren das eine meiner Highlights-Kämpfe, diese besonderen Kämpfe, gerade auch eben halt gegen die Bosse, die werden anders dargestellt. Und also es gibt auch normale Bosse, so ist nicht. Also es gibt auch Monster-Bosse, so vom Spiel aus. Und es gibt halt Story-Bosse, die halt anders funktionieren oder oft anders funktionieren, sage ich mal. Beides herausfordernd, beides unfassbar unterhaltsam. Wie gesagt, wenn man erstmal hinter dieses Kampfsystem und so weiter kommt. So, genau. Und beim dritten Volume habe ich dann wieder sein lassen, weil ich gedacht habe, okay, ich habe es jetzt mal gemacht, das ist okay. Und jetzt habe ich aber wieder doch mehr Bock auf die Story und möchte nicht so viel mit Grinden und so beschäftigen. Wobei ich euch einen Tipp geben kann: Es gibt in dem Spiel eine Arena. Und wenn ihr die ein paar Mal, wenn ihr da Spaß habt und da ordentlich drin kämpft und ein paar Stunden rein investiert, dann seid ihr ganz schnell auf dem Max-Level und dann fehlt nicht mehr viel, dann müsst ihr vielleicht hier und da nochmal die Endwaffen suchen und dann habt ihr es eigentlich schon soweit,
Also, ja, dann sollte es gar kein Problem mehr sein, so das durchzuspielen. Also gar kein Problem will ich auch nicht sagen, weil hier und da hatte dann diverse Bosse dann trotzdem mir Probleme bereitet. Aber es ist ein Tipp. Also die Arena dort zu grinden, sage ich mal, wenn man darauf Bock hat. Wenn nicht, hat man halt wirklich schwerere Kämpfe. Es ist auf jeden Fall angenehmer, als random durch die Maps zu laufen, die nach einer Zeit dann doch sehr eintönig, weil es gibt nicht sehr viele Designs. Es ist halt irgendwie immer, es gibt eine Wüste, es gibt einen Palast, es gibt so ein komische Seeinseln, also Palast meine ich so einen chinesischen oder japanischen Palast, es gibt so eine Seeinsel und dann hört es bei mir eigentlich schon im Kopf auf, was gab es noch? Ich glaube, eins gab es noch ein Setting, aber es ist halt nicht viel, ne? Und es ist halt vor allem nicht beeindruckend. Das sind halt random generierte Dungeons, die man durch Codewörter irgendwie zusammenbastelt. Was auch ein interessantes Aspekt ist, der mir Spaß gemacht hat. Einfach mal irgendwelche Wörter zusammengegeben. Brennend. Zwielicht, Berserker oder so, sowas. Man kann also quasi ein Codewort steht quasi immer so quasi für irgendein Level oder irgendwelche, also quasi, es gibt diese Level, die bestehen quasi aus Dingen, die man tun muss. Also es gibt zum Beispiel, wo man irgendwelche Fragmente finden muss, damit man in den Tempel kommt und am Ende den Schatz findet. Und dann gibt es auch noch eben halt die andere Variante, besiege den Boss. Da steht dann irgendwo auf der Map ein Boss rum und den muss man dann plätten, um quasi dieses Level erfolgreich zu beenden, sage ich mal. Und ja, genau. Und das setzt sich irgendwie aus diesen Wörtern zusammen. Da kann man ein bisschen basteln, macht auch irgendwo Laune, ist ein nettes Prinzip. Hat mir damals auch schon bei den Teilen davor, bei der Dothack rein, ich habe zumindest Infection und den zweiten Teil noch gespielt. Und das hat mir damals auch Spaß gemacht. Ich finde die Kämpfe ein Stück weit intuitiver und angenehmer als im Teil davor. Das wäre auch ein bisschen. Also der ist auf jeden Fall besser gealtert als der Dothack-Teil mit Kite. Und die Entwickler haben ja auch gesagt, oder der Erschaffer von Dothack, der Vater sozusagen, wurde ja gefragt, warum eigentlich Dothack GU? Warum nicht nochmal die alten Dothack-Teile, Infection und Mutation und wie sie noch alle heißen, nicht auf PS4 nochmal als neue Version rausbringen zum 15 Jahre Dothack? Und dann hat er nur gemeint, das ist im Grunde ganz einfach, er meint einfach, dass Dothack GU spielerisch und auch storytechnisch und so weiter einfach das ausgeprägteste und beste Dothack-Spiel ist. Und ja, da stimme ich absolut zu. Weil da kommen wir nämlich zu dem Aspekt Überleitung, warum mich dieses Spiel so in den Bann gezogen hat. Also zum allerersten, die Musik ist absolut fantastisch. Was ich an Dothack schon jeher liebe, ist der Mystery-Faktor. Wie gesagt, es gibt mysteriöse Koma-Fälle. Man versucht nach und nach herauszufinden, was das mit The World zu tun hat. Und so langsam kommt man auf die Schliche. Dann hat das Ganze noch einen sehr poetischen Ansatz, der im Hintergrund so vor sich hindümpelt. Und man kann sehr viel, sehr, sehr viel in diese ganzen Geschichten und Dinge, die passiert sind, auch hineininterpretieren. Das ist ja Wahnsinn, weil The World letzten Endes, das kann man ja erzählen, weil das ist ein bekannter Fakt, sage ich mal. The World, dieses Videospiel, basiert
auf der Super-KI namens Aura, die ein sogenannter Harold oder Harald, es wird immer unterschiedlich genannt, deswegen weiß ich nicht, Harold oder Harald, ist auf jeden Fall ein Deutscher, ich denke mal Harald, ein sogenannter Harald erfunden hat, erschaffen hat. Und das ist somit die mächtigste Super-KI, die es überhaupt gibt oder die je kreiert wurde. Sehr, sehr, sehr dominant, sage ich mal, als Thema in dem ersten .hack, weil es ja quasi schon mal ein The World gab. Bevor da ein paar Dinge passiert sind und dann The World vorerst ja erstmal pausiert bzw. runtergenommen wurde vom Markt und dann wieder durch The World R2, glaube ich, quasi, das ist jetzt die Welt, in der .hack.gu spielt, nochmal neu aufgelegt wurde und genau. Und diese Super-KI, die er dort entwickelt hat, diese künstliche Intelligenz, basiert oder The World an sich basiert eben halt auf einem Roman namens oh Gott, Epitaph of the Twilight von seiner Frau. Ein Gedicht, ein Poem, ich glaube, das heißt Gedicht, ne? Auf Deutsch. Ich glaube ja, ein Poem. Genau. Und dieses Gedicht ist halt von seiner Frau geschrieben, die verstorben wurde und als Anerkennung an dieses Gedicht wollte er das in Kombination mit seiner KI quasi eine Welt erschaffen, die er dann mit The World geschafft hat, quasi. Und daraus wurde ein Spiel, ein MMORPG. Und darauf basiert das Ganze. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass viele auch im Internet dieses Epitaph of the Twilight nehmen und die Sätze rausgucken und überlegen, inwiefern die Entwickler diese Geschichte innerhalb dieses Gedichtes in das Spiel eingebaut haben. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wie gesagt, du hast einen Actionanteil, der unterhält. Du hast Charaktere, die sympathisch sind, die tiefere Persönlichkeiten auch zeigen können im Laufe der Zeit. Du hast eine interessante Geschichte und eine Gesellschaftskritik. Und der Aufbau, wie das Ganze gemacht wurde, hat einen sehr, ich sag mal, theateresken Vibe. Das fand ich auch sehr spannend. Am Anfang ist es mir nicht so aufgefallen, weil ich es so als selbstverständlich genommen habe, aber mit der Kombination der Poesie im Hin als Basishintergrund, dann die Gesellschaftskritik, die nebenher quasi als menschlicher Spieler quasi fungiert, und dann diese, ich sag mal, fast schon diese Cutscenes, die wirklich wie ein Theaterstück wirken, also wie die Charaktere so ein Stück weit auch miteinander reden und sehr überdramatisiert auch das Ganze dargestellt wird, fand ich unfassbar interessant. Und da ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen, dass .hack eigentlich fast immer so funktioniert. Es hat einen sehr Theater, ein sehr, also es hat einen, wenn man sich dieses Spiel anguckt, die Cutscenes und der Werdegang und so weiter. Es wirkt wie ein Theaterstück, das quasi aufgebaut wurde. Also wie aus einem Buch quasi heraus inszeniert. Und durch die Musik und so weiter wirkt das Ganze auch sehr klassisch auch ein Stück weit. Es hat auch noch so eine klassische Komponente, die das Ganze auch nochmal einfach nochmal untermalt. Und es ist so gut. Es verbindet die Moderne mit der, mit, also die Moderne mit dem ganzen Sci-Fi, also mit den Science-Fiction-Elementen und so weiter, verbindet es mit einer klassischen Komponente wie der Theaterkunst. Und das ist wahnsinnig interessant. Das ist. Ich weiß, dass jetzt viele, wenn sie, sagen wir mal, das Cover sehen, würden sagen, ja, komm, das ist doch ein typisches halt Anime-Look-Game und so, so what? Aber da steckt so viel mehr dahinter. Und mir ist es aufgefallen, wo ich dann nochmal zurückgedacht habe, natürlich, schau dir mal .hack sein an. Ich habe noch so grob, ich werde es auf jeden Fall nochmal nachholen, die ganzen .hack-Geschichten. Aber mir ist aufgefallen, wo ich dann nochmal so im Kopf hatte, .hack sein war auch, wirkte auch ein bisschen mehr wie ein Theaterstück als wie ein Anime per se. Also, es ist einfach sehr interessant, was da, wie das Ganze aufgezogen wurde. Und dass es eine Art, wie ein Rollenspiel aufgezogen wird,
über mehrere Kapitel, sage ich mal. Auch das, auch hier wieder Volumes quasi. Man, damals war das wahrscheinlich ein Stück weit auch so gedacht, dass man nicht, also die ganzen Spiele nicht auf eine DVD gepackt hat, da machen konnte, wegen Limit halt. Aber mittlerweile wirkten diese Volumes für mich absichtlich. Also natürlich wird es wahrscheinlich auch wieder der Fall sein, dass das wohl nicht anders geht. Wegen den Limits, weil ich glaube auch der Tag GU war damals noch ein PlayStation 2 Spiel, ein ganz spätes. Oder war es schon PS3? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt. Es spielt und fühlt sich aber leicht wie ein PS2-Titel an. Muss aber nichts heißen. Auf jeden Fall fühlt sich das halt an wie so Kapitel in einem Theaterstück. Und das finde ich interessant. Das finde ich unglaublich gut. Das hat halt Anfang, dann, also wie auch wenn man einen Roman oder wie man einen Aufsatz oder so schreibt, einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende. Nur, dass das Ende nie wirklich ein Ende ist, sondern eher fast schon eine Art Cliffhanger, um dann in Übergang ins nächste Kapitel, also in dem Fall ins nächste Volume aufzubauen. Faszinierend. Es hat mich so geflasht und ich war so gebannt bei den Cutscenes und habe mich gefragt, was passiert jetzt? Was steckt dahinter? Und was will mir Dotac GU Neues erzählen, was mir Dotac Infection und die ganzen Anime und so noch nicht erzählt haben? Glaubt mir, es lohnt sich. Es bringt noch mal mehr Closure, wie man es auf Englisch sagen würde, zu dieser ganzen Dotac-Thematik. Vor allem, wenn ihr euch damit beschäftigt habt. Müsst ihr Dotac Roots als Anime gesehen haben? Nein, müsst ihr überhaupt nicht. Müsst ihr überhaupt nicht. Aber es ist interessant. Es ist sehr interessant, glaube ich. Und ich mache es halt eben andersrum. Ich hatte Dotac Roots nahezu gar nicht mehr im Kopf, was da passiert ist. Ich war da auch noch recht jung. Hab da auch recht wenig verstanden. Und jetzt werde ich mir irgendwann demnächst dann, wenn es ankommt, nochmal Dotac Roots anschauen und werde dann noch ein bisschen mehr über die ganze Zwielichtbrigade und das Ganze mitbekommen und habe da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr Bock drauf. Aber nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt das Spiel ganz normal so, wie es ist, spielen und habt da auf jeden Fall, ihr vermisst da nichts, sage ich mal. Aber wenn ihr euch erweitern wollt, ist Dotac Roots dazu dann einfach Pflicht, würde ich einfach mal behaupten. Okay, ich hoffe, dass ich soweit mal alles, was ich sagen wollte, erklärt habe. Jetzt möchte ich... Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob ich noch in einen Spoilerbereich möchte. Möchte ich in einen Spoilerbereich? Möchte ich in einen Spoilerbereich? Ja, ein bisschen. Ein klein wenig. Also danke ich schon mal für die Leute, die es nicht gespielt haben. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen das Spiel schmackhaft gemacht. Wie gesagt, gibt's auf PS4, da habe ich es mir geholt. Gibt's aber genauso gut auch auf PC. Dort kann man es auch spielen. Auf Steam sogar. Ich finde, es lohnt sich und man sollte Dotac unterstützen. Da wird wir in Zukunft vielleicht noch mehr von Dotac sehen. Das würde mich sehr, sehr erfreuen. Also auch hierzulande, muss man dazu sagen. Ne? Ich vermisse immer noch den Film, dass der hierzulande mal rauskommt oder allgemein rauskommt. Aber wir werden sehen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich bin euer René und ich sage für die, die sich jetzt nicht spoilern wollen, ciao. Bye bye. Und vielen Dank fürs Zuhören. Spoilerino. Ich möchte das gar nicht so extrem jetzt in die Breite treten, aber es gibt noch ein paar Dinge, die ich ansprechen möchte. Zum einen finde ich es unfassbar genial, wie sie nochmal später alte Charaktere mit einbauen, wie zum Beispiel Shino, und dass man später auch, also ganz am Ende, mit Ovan spielen kann, was ja auch im dritten Volume noch nicht der Fall ist, erst im vierten.
Und Tabi aus Roots hat mich auch super gefreut. Das fand ich so charmant und cool. Und Natsume, mit der ich ja eher weniger Berührungspunkte hatte, weil ich ja die alten .hack-Spiele für die PS2 nicht gespielt habe, aber durch diese ganze Geschichte nur, also ich wusste im Groben, was passiert ist, und die alten .hack-Spiele sind nicht ganz so storylastig. Also man konnte es, glaube ich, recht gut zusammenfassen, was passiert ist letzten Endes. Natürlich habe ich aber halt viel Charakterentwicklung und Ähnliches halt natürlich verpasst. Und unter anderem ist ja Natsume und Piros also zwei der Dot-Hacker, der legendären. Und also quasi Mitglieder der Kite-Brigade, wie ich sie immer gerne nenne. Und Piros kam ja in Form von Piros der Dritte, sehr geheimnisvoller Name, auf. Und da dachte ich auch schon so, okay, das kann eigentlich nur er sein. Dann fand ich es interessant, oder dann fand ich es bemerkenswert, dass Endrens ja letzten Endes Elk ist. Ist ja Elk. Elk, der so in seine Mia verliebt ist. Und das ist natürlich irgendwann aufgefallen, einem, der Elk kannte. Und ich fand es sehr, sehr cool. Also wirklich sehr, sehr cool, seinen Charakter wieder mitzubekommen. Obwohl mir Endrens sehr suspekt war. Also, der war doch schon irgendwie mehr auf Comedy aus, so ein Stück weit so. Was ich jetzt gut oder auch schlecht heißen kann. Ich muss ja sagen, ich finde dieses Haha, er ist gay oder so, finde ich ja mittlerweile jetzt nicht mehr ganz so passend. Japan ist da immer noch so ein bisschen drauf. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, weil es ist einfach so überzeichnet gewesen, dass der Humor dann schon wieder okay ist. Aber ich fand es auch nicht besonders lustig, muss ich sagen. Endrins war sowieso ein Charakter, den fand ich zwar faszinierend, weil das einfach Elk ist, aber und halt in den neuen Teilen drin vorkommt, aber ich fand ihn irgendwie ein bisschen unnötig. Ich fand ihn irgendwie ein bisschen unnötig. Genauso wie Bo und Saku haben mir jetzt auch nicht so viel gegeben, muss ich sagen. Die fand ich auch recht belanglos. Ich finde sie putzig und sie sind auch okay. Und ich meine, sie sind auch Kinder und vor allem ein und dieselbe Person. Was ich auch sehr interessant fand, den Aspekt. Ich war sogar so weit, habt ihr das auch gemacht? Ich hab Saku vergrault. Sie sagt ja irgendwann, ja, sie ist ja nur ein Teil von Bo und Bo hat ja jetzt dich, also Haseo und die anderen und braucht nicht mehr so viel Angst haben und braucht sie deshalb nicht mehr, also seine zweite Persönlichkeit, seine Schwester in der Hinsicht dann. Man konnte ihr dann ja, sie hatte dann ständig irgendwie einen so rumgeweint und irgendwann ist sie mir so auf den Sack gegangen und dann konnte man ja so E-Mails schreiben. Oh, das habe ich vergessen zu erwähnen, schade, aber egal. Das war auch ein toller Aspekt, diese E-Mail-Schreiberei, die fand ich auch sehr unterhaltsam. Und habe ja mit ihr dann E-Mails geschrieben und dann habe ich ihr irgendwann so quasi gedacht, so, weil sie ja ständig sagt, ja, bitte, lass es doch einfach, ich weiß, dass ich nicht mehr gebraucht werde und ist auch besser so, es ist doch gut, dass jetzt Bo alleine klarkommt und so weiter. Dann habe ich halt wirklich zu ihr gesagt, ja, dann hau doch ab, so nach dem Motto. Und dann war sie halt wirklich weg. Und dann war sie halt wirklich weg. Und deswegen habe ich sie am Ende nicht. Das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Also man kann sie halt nicht mehr spielen. Und das fand ich halt scheiße irgendwie. Ich meine, Bo ist im Grunde auch Saku, nur weniger angriffslustig. Aber ich fand's so schade irgendwie einfach. Das war so unnötig. Und diese ganzen Karten, die man am Ende verteilen kann, habe ich an fast jeden Charakter habe ich eine Karte dann gesendet, weißt, diese wollen wir heiraten Karte so nach oder für immer zusammen Karte besser gesagt, die man je nach Situation und Charakterverbindung zu Haseo ausgelegt wurde, wie halt gerade nur möglich und mit den anderen drei Azur-Kriegern da von Aura, also hier Azur Kite, Azur Orca und Azur Balmung, dann auch noch auf eine sehr humoristische Art und Weise gelegt wurde, was ich auch sehr cool fand, hat sie mir gefehlt. Saku hat keine Karte von mir gekriegt, deswegen weiß ich auch nicht, was bei Saku passiert. Fand ich auch ein sehr interessanter Aspekt übrigens. Hat mir sehr Spaß gemacht, diese ganzen Karten zu vergeben. Ein weiterer Grund, warum es sich einfach lohnt zu cheaten in diesem Volume. Also Volume 3, weil ja, diese Endings, sage ich mal,
diese Forever Together Endings, die sind einfach cool und schön und ja, man fühlt sich zwar ein bisschen. Ich habe zuerst Atelier genommen, weil ich gesagt habe, okay, dass ich sehe einfach Haseo mit keinem, also wobei ich hatte Schwierigkeiten. Ich sehe ihn immer noch mit Shino, ich sehe ihn aber auch mit Atelier. Es ist halt, es ist echt gemein. Also ich, wenn ich an seiner Stelle wäre, fuck. Sorry, aber fuck. Ich hätte wirklich Probleme. Aber okay, ich habe mich für Atelier entschieden und habe dann gesagt, okay, sie auf jeden Fall als erstes, dann Shino und dann nach mir die Sintflut, so nach dem Motto. Und der Rest ist einfach nur, ich möchte einfach ausprobieren. Und ja, man, also was soll ich sagen, es war sehr unterhaltsam und Saku hat halt gefehlt. Das war ein bisschen ärgerlich. Und ich habe halt noch Tabi freigeschaltet, ne? Ich habe halt geguckt, wie und wo ich das mache. Diese Quest gemacht. Mit diesem Dungeon, den ich nicht zu Ende gelaufen bin. Ich habe den bis Level 55 oder so gemacht, dann habe ich aufgehört, weil ab 50 hört das auf zu speichern. Und es hat 100 Level. Also sie wollen ernsthaft, dass man 50 Level am Stück durchspielt und dann den Endboss legt. Das finde ich ein bisschen hart. Da hatte ich keinen Bock drauf. Also da war es mir jetzt auch egal, diesen dafür dieses Event kreierten Endboss nicht zu sehen. Das war mir dann doch egal. Also es war mir nicht wert, dir jetzt noch 50 Level durchzulaufen. Vielleicht mache ich es irgendwann mal noch aus Langeweile, aber holy shit, 50 Level am Stück, da muss ich mal echt. Nee. Ich habe das andere schon nicht am Stück gemacht. Ich habe, glaube ich, immer so 15 Level gemacht und habe dann pausiert oder sowas. Aber 50! Und dann noch Boss. Wahrscheinlich darf man vorher noch mal speichern. Das wäre ja sonst ein bisschen arg asozial. Aber trotzdem, das hätten sie auch weitermachen können, dass man pro 5 oder 10 Stationen zumindest speichern kann. Also das fand ich ein bisschen hart. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn es da ist, dass man jetzt nur noch alle 10 oder so Level speichert, dann würde ich es noch akzeptieren, aber gar nicht mehr bis Level 100, also bis Stufe 100. Nee, nee, nee. Da hätte ich keinen Bock mehr drauf. Aber auf jeden Fall, Tabi halt dadurch noch freigeschaltet. Sehr schön. Und sie auch mal wieder zu sehen. Und Natsume. Genau. Diese PKK-Geschichte, die war ja recht easy. Da musste ich einfach nur, habe ich bemerkt, dass es wohl einfach quasi bestimmte Namen quasi triggern, dass diese PKK, also diese PK Zonen auftauchen und dass man da einfach am Anfang des Levels quasi reinkommt, dagegen kämpft, mit Glück nicht gegen Goblins, sondern gegen irgendwelche PKs heißen die ja nur, Player Killer, kämpft und dann wieder raus aus dem Level geht, dann wieder das gleiche Level anwählt, wieder am Anfang in die PK-Zone geht und rinse and repeat quasi, bis Natsume halt auftaucht. Und es war cool. Ich mochte ihren Charakter und ich finde es so schade. Ich finde es so schade. Sie ist so cool. Ich liebe sie. Sie ist toll. Sie ist wahnsinnig und witzig. Und ich finde es so schade, dass sie in einer Mini-Cutscene quasi mehr oder minder so richtig drankommt mit Pyros. Und das war's. Dann hast du sie quasi so nach dem Motto, ey, Wink, das ist die gleiche Natsume aus Dot Hack, nicht Infection, in den späteren Teilen halt. Also, hey, ist einer von den Dot Hackers, ist voll cool. Aber ich habe halt so gedacht, ach Mann, was ist jetzt? Es ist ein bisschen schade. Es ist ein bisschen schade. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Aber doch ganz witzig. Hab mir die ja sehr gerne auch gespielt. Wobei sie nicht die stärkste ist, ne? Sie ist nicht die stärkste. Also, es gibt definitiv stärker. Ich fand auch Tabi ein bisschen stärker. So, tatsächlich. Aber vielleicht habe ich das nur im Kopf. Wen habe ich denn am meisten gespielt? Ich habe am meisten mit Atoli gespielt. Mit Atoli und Pai. Und Dings. Boah. Namen vergessen. Schande über mein Haupt. Pyros. Mit denen habe ich am liebsten gespielt. Pyros ist einfach super. Pyros ist einfach. Es ist einfach. Er ist einfach sehr spezieller Charakter, aber sehr unterhaltsam. Ich fand ihn auch kampftechnisch und so sehr cool. Also, der hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und genau.
Arkwright oder wie sie auch immer im japanischen Dub genannt wurde, Yoko. Ich weiß auch nicht ganz, was ich davon halten soll, dass sie in den Untertiteln anderen Namen hatte, teilweise als sie dann also genannt wurde. Ich sage jetzt halt einfach mal Yoko. Mit Yoko habe ich hier und da auch gern gespielt. Die war auch ganz gut und zuverlässig. Wie gesagt, Pi war okay. Ja, war auch gut, die konnte auch ordentlich reinfetzen, aber bei ihr habe ich immer so blöd eingestellt, auf Wut eingestellt und da irgendwie ist bei ihr voll schnell die FP flöten gegangen. Es hat mich ein bisschen genervt, aber nach freier Kampf einstellen, da hat sie bei mir aber auch irgendwie sehr oft die FP weggefeuert und sie hatte dann keine mehr und konnte dann nur noch angreifen, was nicht so schlecht war, aber ja, naja. Um das mal abzuhaken und ja, die Nebenquests, die fand ich sehr unterhaltsam. Die waren cool. Die waren wirklich cool. Die waren unterhaltsam. Die waren nicht nervig. Aber ich hatte nicht Bock, da jetzt alles zu 100% zu machen. Ich bin da vielleicht auch nicht der Typ für. Aber ich wollte jetzt nicht alle McCrunties suchen. Ich wollte nicht das Buch der 1000 machen und so weiter und so fort. Das hatte ich alles nicht so die Lust. Das war mir ex zu extrem. Aber halt so in einem geringen Maße, um irgendwelche Side-Stories oder ja, Quests in dem Fall auch freizuschalten. Wie gesagt, mit Tabi und Natsume zum Beispiel. Das fand ich okay. Das fand ich cool. Ja, was gibt's denn? Dann noch eine Story. Vielleicht ist es euch auch passiert. Beim Endfight gegen. Oh Gott, wie hieß sie nochmal? Zenobia? Nee, nicht Zenobia. Nubia. Nubia. Ich glaube Nubia, ne? Gegen Nubia musstest du doch immer wieder gegen Doppelgänger kämpfen und quasi immer entscheiden, welche Charaktere von deinem ganzen Character Roost zurückbleiben und gegen die kämpfen. Und da hieß es doch am Anfang extra, es wird empfohlen, die stärksten und die besten Charaktere bis zum Schluss aufzubehalten. Und ich war aber gerade so drin und es war so cineastisch und ich dachte so, ich gehe jetzt mit meinen coolen Leuten, ich bin halt mit Pi und mit Atoli quasi im Schlepptau nach vorne gegangen, also gesagt, ey, ich gehe jetzt presch mit denen so vor, ne, und dann voll cool inszeniert, dann bleiben die so zurück und sagen so, ey, das ist so typisch Anime halt so, geh du vor. So, geh du vor, Hasio, wir kümmern uns um die. Und ich hatte so gedacht, yes, das ist geil inszeniert, oh, das macht gerade so Spaß. Und ich gehe weiter. Und dann kommen ja wieder so Doppelgänger. Und du hast ja die coolen, quasi, also die coolen Kids, die du sonst immer im Team hattest, hast du ja zurückgelassen. Und ja, und am Ende hatte ich halt, ich meine, es war jetzt nicht schlimm, ne? Aber ich hatte halt Kaede und ich glaube Kuhn im Team. Und mit denen habe ich nicht so oft gekämpft, ne? Also nicht so ausführlich. Und dann war der Kampf gegen Nubia natürlich ein bisschen ungewohnt und ein bisschen herausfordernd, muss ich jetzt gestehen. Und das war ein bisschen dumm von mir. Und vielleicht bin ich nicht der Einzige, der so dumm war. Es wäre schön zu hören, dass ich nicht der Einzige wäre. Das fände ich gut. Ansonsten, ja, das war auf jeden Fall ein Moment, der mir passiert ist. Das war interessant. Und dann gibt es noch was, was ich erzählen möchte. Oh ja, oh ja, oh ja. Erster Final Fight in Volume 1 Rebirth gegen Azurkite, aka Tri-Edge, wenn man so sieht, also Fake Tri-Edge, wie man ja wissen. Absolut geil. Oh Gott, wie. Oh, ich habe Gänsehaut gekriegt. Der Kampf gegen Azurkite war fucking geil. Oh, war der geil. Und mein absoluter Magic Moment, weshalb ja auch dort Hack Trilogy, dieser CGI-Anime, sich so sehr auf diesen Teil fixiert hat, auch meiner Meinung nach auch zu Recht, ist der Kampf Hasio gegen Sakaki. Also gegen die von Sakaki manipulierte Atoli, die ja dann auch mega mutiert und was weiß ich. In Trilogy wird es ganz anders dargestellt, weshalb ich ein bisschen enttäuscht war, weil die, sag ich mal, keine Ahnung, Datenmutation nenne ich es jetzt einfach mal, von Aida und Atoli sah in Trilogy sowas von hammergeil aus, also Monster-Design technisch.
Aber ich muss gestehen, das Monster-Design von diesen ganzen Eider-Mutationen der Epitaph-Nutzer war auch scheißgeil. Also ich, wirklich, ich hab's geliebt. Ich mochte auch ein paar Endboss-Gegner so vom Design her und so, auch ziemlich cool, auch wenn ein bisschen arg over the top, aber diese Eider-Mutation fand ich, wenn es jetzt nicht gerade ein belangloser Wurm oder diese, okay, diese Spinne war noch recht witzig, aber da gab es ja auch recht belangloses Blubberblasen-Mutationszeug so, also Eider an sich, wie sie halt irgendwie aussehen als Monster. Die fand ich ein bisschen arg belanglos, aber dann halt diese in Kombination mit den Epitaph-Nutzern teilweise richtig geil. Und wie gesagt, der Kampf mit Atoli, fuck my life. Fuck my life, bin dreimal gestorben. Ich hab mich angestellt wie ein Waschlappen. Wie eine Nulpe. Aber ich hatte so einen Spaß bei diesem Kampf. Ich fand's nicht mal schlimm, gestorben zu sein. Ich fand's nur nach einer Zeit sehr anstrengend, weil diese ganze Zeit die Knöpfe drücken, dann bin ich ja sowieso ein sehr verkrampfter Spieler. Das heißt, irgendwann werde ich eins mit dem Controller und der Controller ist sehr steif und meine Hände werden sowas von krampfig und es ist nach einer Zeit sehr anstrengend gewesen. Aber ja, der Kampf war sowas von geil inszeniert. Von den Dialogen, von dem Kampf, von den Cutscenes am Anfang, von den Cutscenes danach, von der Story an sich. Es war geil. Es ist so geil. Ich hatte selten so einen Spaß bei diesen überhaupt. Es hat mir so Bock gemacht, dass ich sogar später bei der Schlange der Erkenntnis diesen Kampf noch ein paar Mal gemacht habe, weil ich einfach Bock hatte. Und wie gesagt, wie schon da vorne erwähnt, vornherein erwähnt, ich mag ja dieses Panzer-Dragoon-eske Kampfsystem auch so sehr. Es hat wirklich Spaß gemacht, auch wenn es teilweise Button-Mashing en masse war, aber es hat so Spaß gemacht. Das hat sich so geil angefühlt, dieser Kampf. Und man war so drin und man wollte Atoli befreien. Nur hat mein Hasio dreimal verkackt. Das hat ein bisschen. Das hat mir so ein bisschen so den. Das war so ein bisschen schade irgendwie. Ich hätte es gern so fließend gehabt, so. So der heroische Hasio. Aber bei mir hat er halt dreimal verkackt. Das war ein bisschen scheiße. Okay. Und ansonsten, ich hätte einfach eine fucking gute Zeit mit diesem Spiel. Und ich hätte auch gerne nochmal, dass sie die alten Dotheck-Spiele nochmal grafisch aufwerten und nochmal rausbringen. Oder zumindest als Download irgendwie nochmal. Ich würde es auch mit der alten PlayStation 2-Grafik nochmal spielen. Ich hätte gerne einfach nochmal Bock, diese Story nochmal in der Originalfassung, also ohne alternative Momente in den Light Novels und so weiter, nochmal wirklich mitzukriegen. Da hätte ich nochmal Bock drauf. Und auf was ich auch Bock hätte, wenn Dot-Hack Link auch nochmal für die PS4 rauskommen würde. Kam ja für die PSP raus. Das nochmal in hübscherer Grafik nochmal rausbringen. Es soll zwar der schlechteste Dot-Hack-Teil sein, aber da ich schon mal den Manga ein bisschen angefangen habe, muss ich sagen, ich find's bisher wirklich gut. Also nicht, also ich merke schon, ich weiß schon, woher die Kritik rührt, weil es bei weitem nicht mehr so wirkt wie die anderen Spiele. Aber ich hätte trotzdem Bock drauf. Ich will dieses Dot-Hack. Und hier dieses Dot-Hack Versus als Bonus, was ja auch nur eine kleine Story irgendwie noch bekommen hat. Das will ich auch. Tut das nicht vor uns verheimlichen, sondern bringt es einfach nochmal raus. Ich hoffe ja wirklich, dass das noch passiert. Aber ich hatte eine fucking gute Zeit mit diesem Spiel. Und es ist dann wirklich so ein Loch, was dadurch entsteht jetzt. Man hat wirklich versucht, soweit alles zu machen. Man könnte theoretisch, wie gesagt, Dinge tun, auf die man wirklich nicht wirklich Bock hat, weil es halt wirklich dann nur noch Grinden ist und aus Level rausgehen, wieder rein, Mecha-Grunty ansprechen, wieder raus, wieder rein, Mecha-Grunty ansprechen. Und um das Ganze zu übernehmen, müsste ich ja quasi alle Teile nochmal normal spielen, ohne diesen Cheat-Modus. Und dazu fehlt mir einfach auch irgendwo die Zeit. Ich bedanke mich und hoffe, ihr hattet so ein paar Momente, wo ihr gesagt habt, oh ja, da kann ich mich doch dran erinnern, oh, das war cool und so weiter. Das möchte ich irgendwie damit auch erreichen. Und ich hoffe wirklich, dass es da draußen noch Dotheck-Fans gibt. Das würde mich wirklich, wirklich stolz machen und sehr erfreuen. Und die einen haben ihr Sword Art Online, die anderen haben ihr Excel World, die anderen haben ihr Log Horizon. Und es sei ihnen alles gegönnt. Und ich
hab mein Dotec. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich bin euer René. Bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga. Bis dahin und ciao. Baba. Sono hitomi ni nani ga